In einem der letzten Videos haben wir euch den Verbrauch eines Industrie-PCs dargestellt. Was verbraucht er im Jahr, im Monat, die Woche oder am Tag? Hier geht es um den Raspberry Pi 3B Plus. Und was verbraucht dieser kleine Racker tatsächlich? Das zeigen wir euch jetzt. Ja, willkommen zum neuen Video von uns. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Zuschauer und der hat uns angefragt, Mensch, was verbraucht eigentlich der Raspberry Pi 3? Wir haben uns jetzt entschieden, den Raspberry Pi 3B Plus zu nehmen mit einem Iron-Broker-System. Das Ganze ist auch schon am Start, wie ihr seht. Netzwerkkabel steht, das System läuft im Hintergrund. Wir haben hier unsere Verbrauchswerte, die wir abgreifen wieder über Spannungswert und den Stromstärkenwert. Das heißt, wir haben hier die Anzeige 232, 231 Volt. Hier ist die Ampereleistung und auch hier nach der Formel, wie immer, die wir gerne ausmessen, ist P gleich U mal I. Das heißt, in diesem Falle nehmen wir jetzt 231, es schwankt ein bisschen, 232. 232 lassen wir jetzt mal stehen, mal 0,015 Ampere. Springt ein bisschen, aber wir lassen die jetzt stehen. Sind also jetzt derzeit verbraucht der Raspberry Pi 3,465, wir runden mit der 5 auf, 3,47 Watt. Der Momentverbrauch, den wir jetzt gemessen haben, habe ich jetzt hier stehen auf dem Gerät. Martin, ich sag dir mal, wie Werte sind. Also 3,47 Watt. Wir haben aufgerundet, war ja ne, die Punkt 5. Genau. Das was verbraucht der Raspberry Pi 3B Plus? Okay. Ich habe jetzt hier 3,47 Watt als Verbrauch drin stehen. 24 Stunden läuft das Gerät, 7 Tage in der Woche. Mhm. Und ein Kilowattpreis von 28 Cent. Mhm. So, die Kosten pro Tag belaufen sich auf ganzen 2 Cent. In der Woche verbraucht das Gerät 16 Cent, im Monat 65. Und pro Jahr haben wir einen Verbrauch von 8,49 Euro bei der angegebenen Wattzahl. Im Schnitt natürlich. Im Schnitt, klar. Heißt, die Raspberry Pi ist natürlich quasi ein Sparwunder. Natürlich, ja. Kann man ganz klar sagen. Sehr effizient, verbraucht fast nichts. Mhm. Ist halt ein kleiner Einplatinen-PC. Ne? Die Belastbarkeit ist natürlich begrenzt. Er kann schon viel, aber wenn es dann auf komplexe Sachen geht oder man will mehrere Sachen laufen lassen, dann könnte ich mir vorstellen, wird der Raspberry schon in Schwitzen kommen. Auf jeden Fall, ja. Also so ein Ironbroker-System für sich standalone, da lacht er drüber, läuft. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, noch ein Mail-Server drauf vielleicht oder vielleicht noch einen Streaming-Server, ich glaube, dann wird es schon schwierig, ne, in diese Richtung. Ja, schätze ich auch. Mhm. Aber darum geht es erstmal nicht. Es geht darum, was verbraucht der Raspberry im Idle-Betrieb. Da ist das Wort Idle. Und mit dem Ironbroker-System. Genau. Und für 8,49 Euro können wir es auch laufen lassen. Richtig. Super. Ich denke mal, das war's. Ja. Kurzes, schnelles Video. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Videos sehen wollt, unten in die Kommentare rein. Abo dalassen. Ja, oder schreibt uns eine E-Mail. E-Mail-Adresse steht auch unten drin. Oder ich zeige sie hier nochmal eben. Abo wäre ganz toll. Und empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao. Ciao.